Einen wunderschönen, eisigen Sonntagmorgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ja, und hier hinter mir sehen Sie schon, wir haben mal wieder ein bisschen eingepackt. Ist im Moment so unsere Lieblingsbeschäftigung, Pflanzen im Garten einpacken. Warum wir das gemacht haben, erkläre ich Ihnen gleich ganz ausführlich. Und dann natürlich noch, was wir die Woche sonst noch so angestellt haben, womit wir uns hier im Moment vor allem beschäftigen. Da geht es um Planung, was wollen wir in den Gärten jetzt dann ändern in diesem Frühjahr. Wir suchen eben Pflanzen für neue Standorte und all solche Dinge. Da erzähle ich Ihnen einiges davon. Dann hatten wir eine kleine Eichhörnchen-Invasion. Auch dazu gleich mehr, wie wir den Eichhörnchen momentan hier im Garten helfen. Ja, kommen Sie einfach mit, schauen Sie rein, was heute so alles passiert. Erinnern Sie sich noch, letztes Jahr im Oktober, da haben wir hier unsere Scarman's Himalayan Musk, einen einmal blühenden Rambler von John Scarman, zurückgeschnitten, war ja eine Riesenaktion. Gibt es übrigens auch ein Video davon, das klinken wir Ihnen ganz am Ende nochmal beim Abspann ein, dass Sie da nochmal reingucken können. Und eben, wir hatten uns im Oktober ja dazu entschlossen, diese ganze Rose quasi zu renovieren, das alte tote Holz mal rauszuschneiden und sie eben dann wieder, hatten sie ganz vom Dach runtergenommen, wieder dann hochgebunden und die Dachkonstruktion auch erneuert. Ja, und was ist passiert? Genau das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit immer reden, bloß nicht zu viel und zu früh schneiden. Sogar dieser einmal blühende Rambler, der eigentlich sehr, sehr hart ist und gar nicht so dann zum frühen Austrieb neigt, der hat jetzt dann dadurch, dass es natürlich im Oktober noch mild war, aber auch den ganzen Winter so mild war, bislang mit einer ganz kurzen Kälteperiode, so vor Weihnachten mal, aber dann wieder weit über 10, 15 Grad. Hat er natürlich schon Austriebe gebildet, weil er durch diesen sehr, sehr starken, intensiven Rückschnitt, durch dieses Renovieren massiv stimuliert wurde. Und er hat einfach diese Kälte-Ruhephase gefehlt, um die Rose mal ganz runterzufahren, sondern die hat dann wirklich gedacht, so, boah, es ist Frühling eigentlich, ich muss ja lostreiben. Und jetzt haben wir die Situation, dass der ganz viele junge, zarte Austriebe hat, weil der will natürlich loslegen, aber jetzt kommt nochmal so eine richtige Kälte rein. Im Moment, wir hatten jetzt in letzter Zeit so teilweise bis minus 5 Grad nachts. Jetzt im Moment ist es so um die 0 Grad. Aber es kann natürlich noch mal sprechen ja momentan alle davon, von dem Polartief, das noch kommen könnte für Mitte Februar. Und eben da es nachts doch bei uns so auf minus 5 oder noch ein bisschen tiefer runtergeht, haben wir gesagt, beziehungsweise der John hat diese Entscheidung getroffen, wenn wir hier schon überall unsere Geister im Garten aufstellen, unsere Pfingstrosen einpacken und alles andere, dann machen wir uns diese Mühe, dieses Scarman's Himalayan Musk jetzt auch abzudecken, hier auf dem Dach, dass das Schlimmste abgewandt wird, weil das ist natürlich hier volle Kanne, es ist Ostseite, aber eben der Kälte quasi ausgesetzt, zugewandt. Und das Schlimme ist, wenn dann die Sonne noch drauf scheint, wenn diese Eiskristalle auf den jungen Trieben, auf den jungen Blättern sitzen, und dann die Sonne drauf scheint und das dann quasi wie ein Prisma noch verstärkt wird. Und deswegen eben ist das Vlies sehr, sehr hilfreich. Und Sie haben jetzt so ein bisschen nebenher gesehen, das war also eine ganz schöne Aktion wieder, aber wird sich sicherlich auszahlen. Und sollte dieses Polartief tatsächlich kommen mit Temperaturen bis minus 10 Grad in den nächsten Wochen noch, dann werden wir also tatsächlich, wie im letzten Video auch schon mal gesagt, noch weiter durch die Gärten gehen und auch teilweise die Bögen und so weiter dann entsprechend einpacken. Jetzt gehen wir aber noch mal rüber zu unserer Landhaus-Ettenbühl-Rose. Die ist richtig tough und winterhart. Bei der passiert noch gar nichts, aber schauen wir uns mal gerade an. Mein kleiner Beobachter ist natürlich auch wieder dabei. Kein Video ohne Seppel. Ich glaube, er hat also wirklich einen Spaß an diesem Video. Sobald die Kamera ausgepackt wird, die Bernadette mit ihrem Handy rauskommt, dann ist der Seppel da. Und hier sind wir jetzt an der Landhaus Ettenbühl-Rose. Da haben wir dieses Jahr ja auch noch jetzt im Frühjahr eine große Aktion vor uns. Ich hatte es auch schon mal erwähnt in einem anderen Video. Diese Rose wird komplett auch von der Wand runtergenommen. Ähnlich wie eben letzten Oktober die Scarman's Himalayan Musk und wird einmal
komplett wieder verjüngt. Weil wenn Sie sehen, die ist hier natürlich teilweise über die Jahre kreuz und quer gewachsen, hinter die Drähte teilweise ineinander. Und wer meine Videos schon früher gesehen hat über die Kletterrosen, wie man die am besten schön spalierartig wie die Speichen eines Wagenrades auffächert, der weiß, dass das eigentlich nicht unbedingt dieses kreuzende Wachstum nicht das ist, was wir wollen. Kann man aber über viele Jahre, selbst wenn man immer wieder aufpasst, nicht absolut verhindern. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass der John mal wieder so eine richtige dramatische Aktion hier in den Gärten vollbringen will. Und wir werden sicherlich jetzt dann im Februar, März die ganze Rose wieder runternehmen, je nach Wetter. Dann wird die richtig schön wieder sortiert quasi, ausgejüngt und so weiter. Wird vielleicht auch tatsächlich mit unserem Rosenschnittwochenende am 3. und 4. März ist es, glaube ich, also das Wochenende, das erste Märzwochenende, wo der John da ist, da machen wir den ganzen Sonntag über Kletterrosen und Rambler eben, und da wird es auf jeden Fall auch ein Thema sein, wie wir hier dann zurückschneiden und die Rose eben neu aufbinden und einfach wirklich zu junger, neuer Frische bringen. Die steht ja über 20 Jahre hier und blüht jedes Jahr enorm. Jetzt im Moment natürlich die Hagebutten lassen wir noch stehen. Ganz wichtiges Vogelfutter. Die großen, dicken Hagebutten sind bei den Vögeln zwar nicht ganz so beliebt wie die kleinen Rambler-Hagebutten, die sie einfach leichter essen können. Aber gerade jetzt ist es natürlich wichtig, dass die viel Futter haben. Wir hängen natürlich auch überall unsere Vogelfutter-Silos auf und haben überall Häuschen aufgestellt. Aber diese natürliche Futterquelle ist natürlich auch toll. Können Sie also wunderbar jetzt auch noch lassen, überall die Hagebutten. Ja, natürlich nicht nur Rosen an Wänden wird Thema sein an dem Sonntag, wenn es um Kletterrosen und Rambler geht. Logischerweise auch Rosen an Obelisken, wie hier in Johns neuem Rosengarten. Rosen an Pavillonen, an allen möglichen Strukturen, die man so im Garten hat. Das werden wir natürlich ganz ausführlich beleuchten. Und dann natürlich auch Strauchrosen. Lass uns mal hier in unseren Wassergarten schauen. Ich meine, da ist ja wirklich noch richtig viel zu schneiden. Also wir können beim Kurs natürlich auch wunderbar dann Schnittmethoden zeigen. Hier sind verschiedenste Rosensorten drin, von englischen Rosen über Edelrosen, Teehybriden, Bourbon-Rosen, moderne Strauchrosen, kleine Beetrosen. Und da werden wir natürlich die ganzen verschiedenen Schnittmethoden zeigen. Wie geht man da vor? Und selbstverständlich ist natürlich auch noch Thema zeitgemäße Rosenpflege. Ganz wichtig, auch wieder zeitgemäß unterm Stichwort Klimawandel. Wie gehen wir damit vor? So hätte bei uns nie ein Border früher im Januar ausgesehen, bis vor ein paar Jahren. Warum ist das eben so? Ja, also ganz viele Sachen, Samstag und Sonntag. Wer in der Nähe ist oder eben nicht vielleicht so eine riesig lange Anreise hat. Es hat noch ein paar Plätze momentan. Und ansonsten planen wir auch dafür einen Online-Kurs. Aber das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit. Ich zeige Ihnen nachher noch, wo das in Zukunft dann stattfinden wird. Weil das ist natürlich schon eine ganze Menge Arbeit, die wir da auch reinstecken müssen, dass Sie dann auch wirklich richtig gute, viel Information bekommen. Genau. So, jetzt hatte ich aber vorhin schon die Eichhörnchen angesprochen. Und Sie sehen es, ich bin hier schon mit meinem Eichhörnchen unterwegs. Die Frechen, die hatten nämlich so einen Hunger jetzt und sind so aktiv gewesen in dieser ganzen Wärmephase, dass die angefangen haben, unsere Sailboat-Narzissen auszubuddeln, unter anderem. Also das ist natürlich dann ein Indiz dafür, dass das Futter knapp wird. Und deswegen haben wir jetzt hier überall kleine Futterdepots angelegt, haben schon mal eben die ganzen Walnüsse, die wir auch im Herbst schon gesammelt hatten. Die haben wir nicht alle weggesammelt, also da haben die Eichhörnchen natürlich auch ihren Anteil davon gekriegt, aber eben, es scheint jetzt doch ein bisschen knapp zu werden. Und jetzt bringen wir überall wieder zum Beispiel hier einfach an die Bäume, dass wir so kleine Futterdepots anlegen und die auf jeden Fall was finden. Das ist eine ganz sinnvolle Geschichte jetzt. Hier sind die Sailboats, ja, wir haben sie mittlerweile wieder eingegraben. Ich grabe sie jetzt auch nicht mehr aus. Hier doch, da sehen Sie es zum Beispiel, hier ist eine ausgegraben und auch leicht angefressen. Und da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Wir wollen die natürlich schon ganz gerne jetzt dann blühen sehen demnächst und eben nicht als Eichhörnchenfutter nehmen. Es gibt auch ganz tolle Eichhörnchenfutterhäuser. Da haben die übrigens auch richtig viel Spaß dran. Die füllt man hier oben. Gibt dann hier zum Beispiel auch Squirrel Food, Eichhörnchenfutter kann man kaufen.
Oder man kann auch hier einfach die Nüsse reinmachen und die dann eben entsprechend an Bäumen oder anderen Strukturen, einfach Plätze, wo man weiß, da sind immer wieder die Eichhörnchen unterwegs, dann entsprechend auffüllen. Man sieht immer ganz schön, ist noch was drin. Und die Eichhörnchen, die gehen dann hier, die lernen ganz, ganz schnell, wenn sie dann das erlickert haben, dass das Futter hier drin ist, können dann die Klappe auch öffnen und holen sich dann quasi raus, was sie mögen. Also das ist auch noch eine ganz gute Sache. Ja, so, jetzt gehen wir mal hoch in den Garten. Wollte Ihnen ja noch ein paar Sachen zeigen, Änderungen, die wir dieses Jahr vorhaben. Und da gibt es auch so ein paar richtige Einschnitte hier im Garten. Der Garten kommt ja auch in die Jahre, das heißt, manchmal werden Gehölze viel zu groß und man muss dann gucken, dass man da wieder Licht und Luft schafft. Genau so eine Situation haben wir, aber auch manch andere. Zeige ich Ihnen jetzt noch ein paar Sachen. Für alle, die übrigens erst dieses Jahr jetzt zu unseren Videos dazugekommen sind, hallo, freue mich. Und wir hatten letztes Jahr schon ein Rosen-Freebie, wie man heutzutage so schön sagt. Das heißt, das ist eine Zusammenfassung von Rosen an bestimmten Standorten. Es gibt Ihnen eine gute Übersicht, welche Rosen sind zum Beispiel toll an Bögen oder toll in Beeten oder toll als Vordergrundrose oder super an einem Pavillon. Solche Sachen. Und das Interessante momentan ist, dass viele dieser Rosen, die in diesem Freebie auch sind, im Moment noch unsere Early Rose Aktion gilt. Das heißt, man kann jetzt schon die Rosen im Topf, im Biotopf bestellen und bei uns aber auch noch lagern, bis Sie sie im Frühjahr pflanzen können, weil im Moment will man ja noch nicht so gerne raus in den Garten pflanzen oder Sie haben sogar noch Schnee. Also das kann man machen, um an dieses Rosen-Freebie mit diesen Standortrosen zu kommen. Viele von Ihnen haben es schon, aber die es noch nicht haben, muss man einfach unten in der Infobox unseren Newsletter abonnieren und dann bekommen Sie das auf jeden Fall so dazu und haben dann eben schon mal so ein bisschen was, so eine Grundlage, von der Sie auswählen können für Ihre Rosenblüte dieses Jahr. Hier in unserem Pfingstrosenweg sehen Sie hinter mir die riesigen Koniferen, die so einen leichten Gelbstich haben. Und die sind dafür ja auch da, um den dahinterliegenden runden gelben Garten anzukündigen. Dass man da schon sieht, oh, da geht's ins Gelb. In der Mitte sieht man auch hinter mir diese große Linde. Und ja, was auffällt, ist, dass diese beiden Koniferen über die Jahre extrem dominant geworden sind. Sie sind eigentlich viel zu mächtig hier und wir haben vor allem das Riesenproblem, dass die momentan oder mittlerweile so viel Schatten in diesen gelben Garten werfen, dass da fast nichts mehr richtig wachsen mag und es tut auch der Linde nicht so gut. Ergo muss man natürlich irgendwie jetzt was machen, macht das natürlich immer nicht so wahnsinnig gern, dass man Bäume fällt, aber das kommt natürlich in einem Garten, der halt in die Jahre kommt, wo Gehölze immer größer und wuchtiger werden und man sie ja auch nicht wirklich zurückschneiden kann, dass man dann eben manchmal so einen dramatischen Einschnitt machen muss. Das heißt hier, werden wir tatsächlich jetzt wahrscheinlich im Februar diese beiden großen Koniferen wegnehmen zugunsten des restlichen Gartens, der dann einfach wirklich wieder prospern kann, weil er Licht kriegt, weil er Luft kriegt und die ganzen Pflanzen darin sich wieder wohler fühlen. Das Gras ist da drin auch so gut wie nicht mehr gewachsen. Wie gesagt, die Linde hat ein bisschen gelitten und da wird es dann jetzt anstatt der großen Koniferen werden wir mit Goldulmen arbeiten in Zukunft. Das ist eine ganz schöne Pflanzenart, ein wunderschönes Geholz, das im Prinzip auch einen großen Strauch machen kann, das man aber auch als Baum eben ziehen kann. Die sind relativ schlank wachsend, das ist das Schöne, weil das braucht es hier, dass die wieder so ein Portal im Prinzip machen. Goldulme natürlich wegen des wunderschönen goldenen Laubs, das wieder das Gelb dann hier für den gelben Garten entsprechend ankündigen wird. Sind sehr pflegeleicht, absolut winterhart und von daher in unseren Gefilden hier wunderbar. Haben so ganz kleine, rote, fast nicht auffallende Blüten im Frühjahr und dann eben durch den Sommer hindurch die dieses wirklich schöne goldgelbe Laub, das dann hier ganz toll aussehen wird. Also, auch eins unserer Projekte werden wir natürlich dann auch, wenn es soweit ist, hier im Video zeigen. Aber eben, das wollte ich Ihnen heute mitgeben. Und es gibt noch ein weiteres Projekt, das schauen wir uns jetzt weiter vorne noch an.
Letztes Jahr haben wir ja hier an dieser Stelle, das war glaube ich auch mal im Video irgendwann, die großen alten Buchskugeln ausgegraben, so richtig mit Mini-Bagger und auch riesen Aktion. Haben wir übrigens auch drüben im Pfingstrosenweg gemacht, wo wir gerade zuvor waren. Warum? Weil die so stark vom Buchspilz, nicht vom Zünsler beeinträchtigt waren, sondern wirklich von diesem Buchspilz, der einfach die Buchse mittlerweile Land auf Land ab stark befällt und es eben bei so vielen Buchsen, wie wir sie hier in den Garten haben, fast nicht möglich ist, das zu kontrollieren, außer man würde wirklich mit knallharter Chemie dran gehen, was wir eben hier nicht wollen. Und deswegen haben wir hier die großen alten Kugeln ausgegraben und das ist jetzt hier so ein Bereich und Sie sehen auch die kleineren Kugeln hier hinten. Die eine ganz rechts ist auch ziemlich grau hier, also auch da steht zu befürchten, dass da vielleicht das nicht so toll weitergeht. Und wir sind jetzt insgesamt hier in den Gärten dabei mit Ilex Crenata Dark Green weiterzumachen. Das heißt eben kein Buchs, sondern eine Ilex-Sorte, die sich eben hervorragend kalt, mir ist schon der Kiefer langsam eingefroren, die sich auch hervorragend dazu eignet, schöne Formgehölze zu machen, tolle Kugeln zu schneiden. Ist auch relativ langsam, büchsig, aber wir fangen eben an mit Kugeln 30 cm Durchmesser bis 50 cm Durchmesser. Wird es dann auch hier bei uns in der Gärtnerei geben. Und werden damit diese formalen Plätze, die wir haben, wo wir eben mit solchen formalen Kugeln oder Pyramiden oder sonst was arbeiten wollen, eben mit diesem Ilex Crenata Dark Green machen. Der hat halt keine Resistenzprobleme gegen irgendetwas, ist eben, wie gesagt, sehr, sehr schön schnittfreudig, insofern, dass sie schöne eben Formen schneiden können. Und für uns sind da von daher einfach die bessere Investition jetzt auch, weil wir davon ausgehen, dass das eben sehr lang dann hier bei uns in den Gärten schön bleibt. Machen wir auch vor unserem B&B-Haus. Da ist auch ein Buchsknotengarten in Anführungszeichen. Auch der hat große Probleme jetzt eben durch den Buchspilz. Und auch da werden wir dann mit diesem Ilex Crenata weitermachen. Sie sehen es schon an meinem Atem. Ich muss jetzt langsam mal rein. Gehen wir mal gleich noch unten in unser kleines Gartenatelier, wo wir auch demnächst unsere Online-Kurse filmen werden. Da ist es wenigstens warm und da können wir noch mal kurz in unsere Kataloge und Bücher schauen. Ja, hier drin, das ist natürlich schon eine ganze Ecke gemütlicher. Ja, das ist unser kleines Gartenstudio in Anführungszeichen in Zukunft. Hier werden der John und ich wahrscheinlich sitzen, wenn wir unsere Online-Kurse machen. In den Online-Kursen gibt es aber auch jede Menge Material. Natürlich, was in den Gärten gefilmt wurde als Beispiele und. Also ich bin selber gespannt, wie es letztlich wird. Ich meine, wir sind noch am Ausprobieren. Und ja, hier ist natürlich schön, weil wir immer den Blick in den Garten haben und das inspiriert natürlich auch jetzt um die Jahreszeit einfach die Strukturen, die Bäume, das Moos, die Rinden und so weiter, sehr schön. Und wir haben hier halt unsere Kataloge und sind da natürlich am Vorbereiten, jetzt auch für die Saison. Also es geht natürlich jetzt vor allem mal an die Sämereien auch, weil wir dieses Jahr die Entscheidung getroffen haben, wir werden nichts im Gewächshaus vorziehen. Das ist einfach momentan finanziell nicht darstellbar, wie man so schön sagt. Also es ist einfach zu teuer, die Gewächshäuser zu heizen. Ende, Schluss, aus, so ist es. Und wir werden dann direkt in den Boden säen, bei uns in den Gemüsegarten oder direkt mit Setzlingen dann arbeiten. Kriegen Sie natürlich dann auch im Sonntagsvideo entsprechend mit. Und dann sind wir dabei, unsere ganzen Pflanzen natürlich auch für den Verkauf jetzt zu bestellen. Unsere Gehölze, die wir so neben den Rosen haben. Rosen haben wir ja schon alles da, klar, das ist immer bei uns, die topfen wir selber und. Aber die anderen Pflanzen, die eben bei uns nicht gezogen werden, sondern dann zugekauft werden, da haben wir unsere Lieferanten überall aus Europa, Italien vor allem auch, Holland. Da kommen dann demnächst die ganzen Klimatis, die wir dann wieder anbieten werden. Und viele Gehölze, die wir ja hier auch bei uns in den Gärten haben, Sträucher wie Philadelphus Belle Étoile oder unsere tollen Bäume, die verschiedenen Ahornsorten und der Taschentuchbaum und. Das ist eigentlich all das, was wir jetzt hier normalerweise in etwas größerer Runde, jetzt sind nur der Seppel und ich hier, das hier dann am Planen sind. Und eben aus diesem Raum, aus diesem Zimmer wird es dann in Zukunft auch unsere Online-Kurse geben. Ja, und für heute
wünsche ich Ihnen noch einen ganz wunderschönen Sonntag. Genießen Sie auch die Wärme und die Kuscheligkeit zu Hause. Es wird bald wieder losgehen, ich bin mir sicher. Aber sind wir alle momentan noch froh, dass der Winter jetzt noch mal gekommen ist. Wie gesagt, wir hoffen, dass es nicht zu doll wird und nicht zu tief in den Keller geht mit den Temperaturen. Wenn Sie Lust haben auf Rosen, bestellen Sie ruhig schon, wie gesagt, unser Early Rose Special. Das gilt noch. Und wir pampern und pflegen und hüten Ihre Rosen sehr, sehr gerne, bis Sie sie dann abrufen im Frühjahr. Für die, die in der Nähe sind, nächsten Freitag gibt es ein Whisky-Tasting, das erste Whisky-Tasting wieder hier des Jahres. Ganz kuschelig und gemütlich am Feuer, am Kaminfeuer hier. Verschiedenste Whisky-Sorten werden von unserem englischen Whisky-Experten, dem James Frank, vorgestellt. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch schon wieder drauf. Für heute, wie gesagt, bleiben Sie warm, bleiben Sie fröhlich, freuen Sie sich auf die Gartensaison. Und der Seppel und ich, wir machen es uns jetzt auch gemütlich. Bis dann. Tschüss.